bin Clara Zuet, geboren in Geneti, geboren am Erbhof in Mitterlana, nach vier Buben und ein Mädchen. Das war bestimmt nicht zu meinem Nachteil, denn ich hatte Spielgefährten und Aufpasser. Es war viel Platz zum Aufwachsen in einem Hof. Es waren viele Kinder, auch in der Nachbarschaft. Es war Leben im Haus und Hof. Es war immer was los. Zum Arzt ging man eigentlich in den seltensten Fällen, denn meine Mutter war Helferin und Heilerin, nicht gleich für uns, sondern auch für die ganze Nachbarschaft und darüber hinaus. Mit Bäder, Öle, Tinkturen und Umschläge und Tees wurden alle wieder gesund. Vielleicht etwas langsamer als heutzutage. Die Kräuter, die es dafür gebracht hat, die sind fast alle in unserem Garten gewachsen und die anderen haben wir eben gesammelt. Die Wiesen, kann ich mich erinnern, die sind damals nicht beregnet worden, die sind bewässert worden. Da hat uns die Mutter genommen und barfuß durfte man dort kneipen. Das war wunderschön, hat viel Spaß gemacht. In mancher Wiese hat es auch ein Chat gegeben. Chat, das war ein Wassertümpel, gell? Und dort haben wir gebadet. Die Mädchen haben sich die Unterhäseln angelassen und die Buben um ganz geschickt in Schurz umgebunden. Später schwimmen haben wir nachher in der Verschauer gelernt. Wenn das neue Radio im Haus kam, der Vater horchte die Nachrichten und wir mussten still sein. Ich kann mich erinnern, es hat mir gar nicht gefallen, wenn meine Geschwister das Radio ausgeschaltet haben, während der Sprecher sprach. Denn ich habe immer gedacht, der ist jetzt noch beleidigt. So war's. Wir und die ganze Nachbarschaft waren eigentlich ohne Familie. Man hat sich geholfen bei Schwerarbeiten und speziell beim Tierchillen und später beim Tierabreiten war die ganze Nachbarschaft da und das war eine große Gesellschaft. Eine Winterbeschäftigung war auch Ohms, die Bohnen sortieren, die bei uns gewachsen sein. Dabei hat die Mutter immer ihre Geschichten erzählt über ihre Kindheit und über ihre Jugend. Und auf unseren Bitten hin hat sie uns auch Geistergeschichten erzählt. Bis ich vor lauter Angst meine Füße auf die Bank gezogen habe und dann habe ich noch Angst gehabt, allein ins Bett zu gehen. Aber das mussten wir. Wir haben sie immer wieder gebeten, das zu erzählen. Die Polenta kam mir erinnern, meine Mutter hat sie mindestens eine Stunde lang in einem Kupferkessel gekocht. gerührt hat sie. Er war bestimmt nicht schlecht, aber er war einfach zu oft. Der Vater hat viele Obstsorten angebaut und die Mutter viel Gemüse. Und speziell viel Tierk. Und später im Krieg, weil wir so viel Tierk gehabt haben, und es gab immer Polenta, auch zum Frühstück. Und dafür sind in Sober im Krieg dann die Brotkarten reduziert worden. Ich musste zur italienischen Schule. Und weil ich die Sprache noch nicht gut gekannt habe, hat mir die Lehrerin jeden Tag angeschrien. Und einmal hat sie gesagt, wenn ich bis Weihnachten nicht
besser Italienisch kann, dann schneidet sie mir nicht gleich die Zöpfe, sondern sie schneidet mir auch die Zunge aus. Ich hab so viel Angst gehabt von dieser Frau. Ich kann mich erinnern, sie hat einen Hals gehabt wie ein Truthahn. Und wenn sie schrie, und das tat sie ständig, da wurde der auch noch rot. Ich bin dauernd krank gewesen. Ich habe Fieber gehabt, bin schwach gewesen. Ich habe am Ende vom Schuljahr mehr Absenzen als Schultage gehabt. Dann war Weihnachten und ich durfte Christkindl spielen. Es war Befana-Feier im Gemeindehaus. Und ich durfte auch Geschenke austeilen den anderen Kindern. Und weil ich das durfte, habe ich inständig gehofft, meine Lehrerin wird mich wohl ein bisschen lieber haben. Dem war aber nicht so. Ich bin sehr ungern in die Schule gegangen. Zum Glück dann, die nächsten Schuljahre mit anderen Lehrern und besserer Sprachkenntnis ist es mir besser gegangen, ist aufwärts gegangen. Ich wurde a Piccola Italiana, bekam ein schwarzes Faltenröckel, eine weiße Bluse und eine schwarze Ballerina mit goldenen Löwenknöpfen. Ich war begeistert. Meinen älteren Brüdern machte ihre Uniform weniger Freude. Sie schamten sich. Sie versteckten sie. Hans vergaß sie einmal im Stall des Nachbars. Die Meise haben daran geknappert und sie waren voller Löcher. Die Option. Ich war klein, aber ich kann mich gut an die Spannungen, Sorgen und große Unentschlossenheit meiner Eltern erinnern. Eine bleierne Wolke lag in der Luft. Je nach Einfluss der kommenden und gehenden Personen, die uns beeinflussen sollten, war man fürs Dableiben oder fürs Weggehen. Für meine Eltern war das eine ganz schwierige, schwierige Entscheidung. Letztlich hat meine Mutter entschieden. Sie hat gesagt, da haben wir ein Dach über dem Kopf, haben Grund und Boden, der uns ernähren kann. Freiwillig gehen nicht weg. Am nächsten Tag ist ein Optant gekommen mit einem Formular zu meinem Vater und hat gesagt, da unterschreib und du bist ledig. Du bist geschieden und kannst allein auswandern. Mein Vater komplimentierte den Herrn schnellstens aus dem Haus, denn das war ihm zu viel. Von da an teilten sich die vorher so harmonische Nachbarschaft. Aus Freunde wurden Feinde. Unser Los war, für die Deutschen waren wir die Faschisten, für die Faschisten waren wir die Deutschen. Nicht gerade lustig. Später erreichten die Folgen des Krieges auch unser Haus. Da wir Dableiber waren, musste mein ältester Bruder zum italienischen Heer. 1943 wurde er von den Deutschen gefangen genommen in Bozen. Die ganzen Gefangenen sind dann mit einem Viehwaggon, auf einem Viehwaggon nach Norddeutschland gebracht worden und dort bei einem Luftangriff hat es in die Lunge verletzt. Er kam dann in ein Gefangenenlager, wo Hunger
und DBC herrschte. Er erkrankte, später heimgeschickt, starb er im Jänner 1945 zu Hause mit 22 jungen Jahren. Und im Juni ist das erste Penicillin von Amerika gekommen. Leider zu spät für meinen Bruder. Der zweite Bruder Seppel diente 43 beim deutschen Militär. Ist nach 45 in die jugoslawische Gefangenschaft geraten. Hat dort Furchtbares mitgemacht, bevor er entlassen wurde. Der dritte Bruder, der hat sich nicht zur HJ gemeldet, ist in ein Straflager gekommen, irgendwo in Österreich. Der vierte Bruder ist in einem HJ-Lager gewesen, auch in Österreich. Und unser Vater war in Schlanders bei den Standschützen. Zu Hause blieben Frauen und Sorgen. Mein Vater, der die Meinung über den Krieg und den eventuellen Ausgang nicht für sich behalten konnte, zum Leidwesen unserer Mutter, wurde des Öfteren gedroht, nach Dachau geschickt zu werden. Ich war sicher nur zu klein, um die ganze Tragik mitzufühlen. Waren meine Eltern traurig, war ich auch. Kinder leben dann oft in ihren Träumen. Wegen der nächtlichen Bombengefahr mussten die Fenster verdunkelt werden. Und das oblag mir. Ich vergaß es ab und zu. Und der Besuch des Wachtmeisters, seine Beschimpfungen, seine Drohungen, die waren obligat. Beim Bombenalarm sollten wir Kinder in der Schule im gegenüberliegenden Haus im Keller uns verstecken. Der Notausgang dort, der war ein enger Schlupf hinauf ins Freie. Dort war ein Fenster, ein kleines Fenster, und wir mussten uns durchzwängen durch diesen Schlupf. Ich hatte schreckliche Platzangst gehabt. Nach der ersten Probe mied ich diesen Keller und bin bei jedem Bombenalarm schnell nach Hause gerannt. Dort erwartete mich meine Mutter mit der großen Ledertasche, mit den tragbaren Habseligkeiten. Und wir sind gelaufen weit hinter unserem Haus zu einem Bunker. Den Bunker hatte der Herr Longobardi gebaut für seine Familie, und wir durften halt dort sitzen und angstvoll anschauen bis zur Entwarnung. Dann hieß es laufen für mich. Ich musste ja in die Schule und niemand hat je meine Abwesenheit bemerkt. Ich wurde ja auch ein BDM-Mädchen, buntdeutscher Mädchen. Wir trafen uns zum Heimabenden, spielten, sangen, bastelten, machten Ausflüge. Ich war begeistert. Das Leben ist bestimmt unbeschwerter, solange man noch nichts von Politik versteht. Ja, dann nach der Volksschule, für mich kam die Fortbildungsschule, heute Mittelschule, eine Handelsschule in Bozen, eine Haushaltungsschule in Innsbruck. Dann kamen Kurse, Nähkurse, Schneiderkurse, Kindererziehungskurse, Kochkurse, denn ein Mädchen musste für den Haushalt vorbereitet werden.
die Möglichkeit, mit diesen Kenntnissen dann weiter zu studieren, war nicht möglich. Damals hat man müssen früh den richtigen Weg einschlagen. Ich heiratete früh und bekam 3 Kinder, machte die Buchhaltung für den Seilbaubetrieb meines Mannes. Das war schön, denn ich hatte auch noch Zeit gehabt für Sachen, die ich noch lieber tat. Tontöpfen, eine Kunstgeschichte-Kurs besuchen, den die Uni Innsbruck damals für über längere Zeit in Bozen gab. Wir gründeten auch die Gruppe F, 6 Frauen, und malten einige Jahre unter Anleitung von Peter Fellin. Es folgten einige Jahre Mitarbeit bei Frauen helfen Frauen. Zeitweise bekam Sport und das Reisen Priorität. Alles hatte seine Zeit, seine Begeisterung und schön war immer wieder ein neuer Anfang. Amen. Ja, was ich mich ganz gut erinnern, sind die vielen Bachlern, die jetzt später noch alle zu schmaltiert worden sind. Wir haben ja dauernd bei Bachlern gespielt. Jedes Haus hat fast einen Bach gehabt und dort hat man die Wäsche gewaschen. Am Bach, das war auch bei uns so. Zum Beispiel die Wiesen, die waren in Dorfnähe und die Auen waren dann weiter weg nach Niederlana. Und da ist man meistens mit einem Fuhrwerk, also Pferde und Wogen, und darauf sind wir gesessen, hingefahren. Nach der Pappenfabrik kann ich mich erinnern, waren alles Wiesen. Und zwar große Alber sind dort gestanden und ein Zollhaus noch von früher, wo man eben die Waren verzollten hat müssen. Aber ans Verzollen kann ich mich nicht mehr erinnern. Dort hat damals eine italienische Familie gewohnt und hatte einen Zickelbrunnen gehabt, kann mich erinnern, kein fließendes Wasser. Einen Zickelbrunnen. Und wenn wir vorbei sein, habe ich immer gehofft, dass ich die Frau sehe, den Zickelbrunnen betätigen. Das religiöse Zentrum von Mitterlana war früher die Kirche zum Heiligen Petrus und Paulus. Dort sind die Messen abgehalten worden. Ist auch zu Ostern das wunderbare barocke Ostergrab gemacht worden, aufgebaut worden. Das haben wir als Kinder sehnsüchtig erwartet haben. Dann, und das wirtschaftliche Zentrum war eigentlich der Tribusplatz in Mitterlana. Früher, ich kann mich erinnern, mein Vater hat gesagt, immer statt Tribusplatz die Treibgasse. Um den Tribusplatz, also der Tribusplatz selbst ist ein großes Haus und dort war der Laden, wo man alles kaufen konnte. Von Lebensmitteln, Kurzwaren, Schreibwaren, Stoffe. Das war unser großes Kaufhaus. Dann um den Tribusplatz wo heute das Bildstock steht, war der Genetti Schuster. Das war ein kleines Hittl. Da hat Schuhe zu kaufen und speziell zu flicken hingebracht, hat man. Und dann war der Traubenwirt, dann der Löwenwirt mit seiner wunderschönen Terrasse und Rostkastanienbäume vorher.
Ja, und dahinter, hinter dem Tribusplatz gleich, ist der Erbhof, wo ich aufgewachsen bin. Der Erbhof ist erstmals erwähnt 1315. Eigentlich ist festgestellt worden, dass das jetzige Gebäude ist nur der Turm vom früheren Gebäude. Ich kann mich erinnern, wenn ich die Straßenbahnen nach Meran natürlich und auch nach Burgstall, wie ich in Bozen in die Schule gegangen bin, nachher haben wir um 6 Uhr habe ich müssen am Tribusplatz sein. Und wenn ich nicht gewesen bin, weil ich mich am Weg hin noch angezogen habe, hat der Kondukteur dauernd geklingelt und gewartet, mindestens 5 Minuten, ob ich komme oder nicht. Das waren nur Zeiten. Wir waren vielleicht 10 Leute um 6 Uhr in der Früh und die sind aufgefallen, wenn sie nicht waren. An dem Markttag am Tribusplatz kann ich mich erinnern, das ganze Jahr hat man die Kreuzer zusammengesucht und gespart, damit man da hat. Da haben wir aber den ganzen Tag geschaut, bis wir uns endlich einmal entschlossen haben, was zu kaufen. Dann kann ich mich noch erinnern an den Gelatimann, der mit seinem Dreiradler, ich schätze vom Meran, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass der Gelati nicht so runden ist. Der ist so gegen die Mittagszeit am Tribusplatz gewesen und da haben wir halt ein Gelati kaufen dürfen. Das war sonntags. Und Brand habe ich einmal veranlasst. Das war im Krieg. Und wir hatten auch Schafe. Schaf. Und der Nachbar hat auch Schaf gehabt. Und der Nachbarspur und ich haben müssen in der Frischauer draußen das Schaf hirten. Und wir haben den ganzen Tag nicht gewusst, was tun, aber Nielengracht, das ist also ein Strohhalm. Und wir haben aber ganz wenig Zimthölzer gehabt. Dann haben wir einfach ein Stroh umgezündet, damit wir länger Feuer haben. Wie das dann war, das muss irgendwo versteckt weitergegangen sein. Jedenfalls in der Nacht drauf war in der Verschau draußen ein großer Brand, wo die Feuerwehr, mein Vater und meine Brüder, alle sind sie ausgeguckt, um draußen zu löschen. Und wir zwei, der Nachbarsbruder und die, sind mucksmeißelstill gewesen. Wir haben genau gewusst, wer das war. Die Geschichte der Familie Zueg. Zueg Ernst August, Bauer am Zagler und Krogenhof, kam in Bretz im Nonsberg, am Nonsberg 1835 zur Welt, kam dann 1855 nach Lana und wurde im Deutschen Ordnungskonvent als Besorger für Haus- und Feldwirtschaft aufgenommen. Verbrachte dann 10 Jahre im Militärdienst in Verona. Nach seiner Rückkehr erwarb er das Bürgerrecht und wurde Gemeinderatsmitglied in Lana. Heiratete die Millerstochter Elisabeth Wegleiter und sie hatten 6 Kinder. Eins verstarb im Kindesalter. Nach dem Tod seiner Frau Elisabeth heiratete er die jüngere Schwester Maria Wegleiter. Sie hatten 8 Kinder. 2 verstarben auch im Kindesalter. Als Ernst August 1889 starb, hinterließ er Maria mit 11 Kindern. Maria führte den Obsthandel weiter. Gemeinsam mit ihrem Bruder Alois Wegleiter beschickte sie sogar eine Obstausstellung zur Gartenausstellung nach Petersburg in Russland. Das war 1894. Damals wurden die Äpfel sortiert und in Papier eingewickelt. Die oberste Lage wurde mit Holzwolle umwickelt, als sogenannte Kabinettware, in Obstkisten verpackt, die ungefähr 20 bis 25 Kilo fassten.
Das Obst musste mit Ochsen oder Pferdefuhren nach Bozen gefahren und dort erst auf die Eisenbahn verladen werden. Wie aus Zueck Zueck wurde. 1904 wurde aus phonetischen Gründen die Veränderung des Namens Zueck in Zueck beantragt und auch gewährt. Im gleichen Jahr erfolgte die Erbteilung zwischen den Kindern der Elisabeth und der Kinder von Frau Maria Wegleiter. Die Kinder der Elisabeth wohnten in Steinbogenhof, die Kinder der Maria kauften Kronstein. Dann der Sohn Ernst Simon, war Bauer am Sadlerhof und Bürgermeister in Lana. Der nächste Sohn Alois Zueck, später Louis Zueck, geboren 1876 im Steinbogenhof, gestorben 1955 in Bordighera. Da er ein guter Volksschüler war, konnte er das Benediktinergymnasium der Patres Marienberg in Meran besuchen, dann die Technische Hochschule in Graz, Studium Elektrotechnik. 1903 kehrte er wieder nach Lana zurück, errichtete zuerst die Unterstufe des Elektrizitätswerkes in der Gaul, dann die Oberstufe. Im Jahre 1907 wurde unter seiner Leitung eine Braunpappenfabrik fertiggestellt. Der Strom kam eben aus der Gaul. Die Straßenbahn Lana-Meran war auch seine Idee. Maßgebliche Beteiligungen am Bau der Figeljochbahn, Trambahn Oberlana-Burgstall. 1914 brach der Krieg aus. Als Landsturmingenieur eingezogen, baute er viele Bahnen, Seilbahnen, zum Beispiel Stilfser Joch, La Verone und so weiter. Seine hervorragendste Eigenschaft als Seilbahnkonstrukteur war Sicherheit durch Einfachheit. Seine Erfindungen waren drei: stärkere Seilspannung, die Wagenbremse und das Telefonieren durch Tragseile und Zugseile. Auch heute noch hat dieses Patent Gültigkeit. Es war eine Pioniersarbeit eines genialen Mannes. Der nächste Sohn, Josef Zueck. Das Bild von Louis Zueck wäre unvollständig, würde man nicht an seinen Bruder Josef gedenken. Mit den Abschlusszeugnis der Landwirtschaftlichen Schule in San Michele hat er an den Erfindungen und Neukonstruktionen von Louis mitgearbeitet. Er war der geniale Praktiker mit gesundem Hausverstand, der die Ideen seines Bruders erst in verblüffender, einfacher Weise umsetzte. Auch Josef hat während des Ersten Weltkrieges viele Materialseilbahnen erbaut. Sein letztes Werk noch mit 75 Jahren war der Neubau der Seilbahn Lana Figeljoch. Als Präsident der Vereinigung der Pappenfabrikanten führte deren Verhandlungen in Mailand und Rom und Österreich er, die im Zweiten Weltkrieg stillgelegte Pappenfabrik setzte er wieder als Präsident im Gange. Josef Zueck war eine markante Persönlichkeit, die wegen ihrer Tüchtigkeit und durch das vornehme Wesen weitum geschätzt wurde. Der nächste Sohn, Karl Zueck, Ehefrau Josefa Schweitzer, absolvierte die Landwirtschaftliche Fachschule San Michele, auch er, war Schriftführer des Absolventenvereins,
nahm Stellung zu zeitgemäßen Fragen im Obstbau und Sortenauswahl und verpflichtete sie und veröffentlichte sie. Stand auch für viele ehrenamtliche Tätigkeiten zur Verfügung, war ein guter, beliebter Gesellschafter, gründete mit seinem Bruder Fegil die Firma K&V Zueg, führten den Obsthandel auch in Vinschgau und später die Marmeladefabrik in Lahna. Dann ist noch Heinrich Zueg, Bruder von Fegil und Karl Zueg. Heinrich war der jüngste Sohn von Ernst August Zueg, studierte in Chemnitz, Berlin, Maschinenbau. Als junger Mann wanderte er nach Australien aus, heiratete dort eine Tochter deutscher Auswanderer, bewirtschafteten eine Farm, mussten sie später verkaufen und entschlossen sich dann, den Weg der Goldgräber nach Westaustralien zu gehen. Ihre beiden Töchter, Jill und Barbara, leben in Perth in Westaustralien. Die nächste Generation, Karl Zueg, Sohn von Karl, als Präsident und Geschäftsführer, und Max Zueg, der Sohn von Fegil, als Betriebsleiter, waren die Nachfolger. Der Betrieb wuchs zur bekannten Großfirma K&V Zueg, Marmelade- und Säftefabrik in Lahna und in Verona. Sehr viele und auch langjährige Mitarbeiter fanden Arbeit in den Betrieben in Lahna und in Verona. Auch mein Bruder Richard Zinetti war 32 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung Betriebsleiter in Verona. Heinrich Zueg, Sohn von Karl und Bruder von Karl den Jüngeren, hat auch in Graz studiert, Fach Chemie. Nach Abschluss war er zuerst in Lahna, dann in Verona im Betrieb tätig. Später bei Dalmonte und Vicenza. Oswald Zueg, das ist dann schon die nächste Generation, Sohn von Karl den Jüngeren, führt nun den Großbetrieb und mit Tochter Martina Zueg als interessierte Nachfolgerin hat der Familienbetrieb eine Kontinuität. Die Leidenschaft der Technik. An der Technischen Hochschule in Graz ist eine Marmortafel angebracht mit folgender Inschrift: Diplom-Ingenieur Dr. Honoris Causa Luis Zueg, Wegbereiter des modernen Seilbahnbaues. Student und Ehrendoktor der Technischen Hochschule in Graz. Mein Mann Hubert Zueg und Neffe des Luis Zueg studierte nach dem Krieg und nach der Gefangenschaft in Russland Hoch- und Tiefbau ebenfalls in Graz. Nach seinem Abschluss interessierte er sich eigentlich für Straßen- und Brückenbau. Der Zufall wollte es anders. Bei Ingenieur Hölzl Seilbahnbau im Iran bot sich die Gelegenheit, mitzuarbeiten. Da entstand auch für ihn die große Leidenschaft für Seilbahnen. Und nach etlichen Jahren der Mitarbeit drang ihn der Wille zur Selbstständigkeit. Er projektierte und baute mehrere Materialbahnen und Skilifte, dann die Seilbahn Klausen-Verdings, dann projektierte er die große Seilbahn in Schnals von Kurzras auf die Gravant auf 3000 Meter Höhe mit zwei Tragseilen, dies erstmals für Italien. Ähnliches gab es nur in der Schweiz.
Er führte die Firma Doppelmayr in Italien ein und vertrat sie 10 Jahre lang. Er hatte die Betriebsaufsicht und Kontrollen vieler Aufstiegsanlagen in unserem Land. Denn bestehende Anlagen sind außer ständiger Kontrolle und Instandhaltung auch immer wieder vorschriftsmäßigen Änderungen unterworfen, die maßgeschneidert, kreativ projektiert und umgebaut werden müssen. Die Freude an Seilbahnen und Aufstiegsanlagen, das technische Talent, wie man sieht, hat wohl eine angeborene Kontinuität. Denn nach dem Tode meines Mannes ist es Thomas, unser Sohn, der diese Aufgabe übernahm. Unser Sohn Andreas hat das Obstgut in Finchgau übernommen. Nach einigen Semestern an der Bodenkultur in Wien freut ihn die ständige Weiterbildung im Bereich Bio-Obstbau. Unser Sohn Johannes studierte ebenfalls in Graz Chemie. Nach seinem Doktorat arbeitet er nun in einem Forschungsinstitut der Uni in Brisbane in Australien.